Hey, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ja, ich möchte mit euch heute etwas backen und zwar etwas Ungarisches. Nein, es werden keine Langosch werden, es werden nämlich Mézes-Bogácsa. Méz heißt Honig und Bogácsa, also Mézes-Bogácsa. Es ist kein reines Weihnachtsgebäck. Aber hauptsächlich zur Weihnachtszeit, Adventszeit werden die nämlich gebacken und auch teilweise kann man das an den Ständen auch kaufen, so wie bei uns die Lebkuchen. So, geht total easy, ohne viel Schnickschnack. Wir legen jetzt auch gleich los. Als allererstes, sie heißen ja Mézes-Bogácsa, also Honig, brauchen wir 75 Gramm flüssigen Honig. Wenn ihr einen festen habt, also ich habe jetzt auch einen aus Ungarn noch, wenn ihr einen festen habt, tut ihn einfach in der Mikrowelle erhitzen, dass er euch flüssig wird. Also 75 Gramm. Dann benötigen wir ein ganzes Ei und ein Eigelb. Butter, und Zucker, und zwar 80 Gramm, etwas Vanillepaste. Wer keine Vanillepaste hat, kann auch Vanillezucker hernehmen oder Vanillemark, und eine Prise Salz. Diese Zutaten werden jetzt eine Minute auf Stufe 4 aufgeschlagen. Also eine Minute. Stufe 4. Meine Minute ist vorbei. Ich schiebe das jetzt mit dem Spatel, weil es durch das Berühren etwas an den Rand ist, auch nach unten. So, zeige es euch mal. So sieht es jetzt schon mal aus. Als nächstes kommen 75 Gramm Weizenmehl Typ 405. Einen halben Teelöffel Backpulver. Und ein Teelöffel Lebkuchengewürz. Lebkuchengewürz wird jetzt in Ungarn nicht verwendet, da werden andere Zutaten wie Zimt, Nelken und Schieß mich tot verwendet. Aber davon immer ein bisschen und davon ein bisschen. Lebkuchengewürz, ein Teelöffel, und unser Problem ist gelöst, dass wir von da ein bisschen brauchen und da ein bisschen benötigen. So, also ein Teelöffel Lebkuchengewürz. Jetzt werden wir als allererstes mal 30 Sekunden auf der Teignetzstufe verkneten. Dann schieben wir das, was an Rand ist, nach unten und dann weitere eine Minute auf der Teignetzstufe weiterkneten. Also zuerst halt keine Waage. Zuerst 30 Sekunden. Dann alles runter schieben. Ihr merkt dann am Anfang, es wird so richtig grümelig, aber danach, insgesamt nach der eineinhalb Minuten Knetzeit, die was wir dann gehabt haben, ist es ein schöner Teig. Unsere Minute Knetzeit ist zu Ende. Ich zeige euch mal. So sieht es jetzt aus. Wir werden es jetzt auf eine Arbeitsfläche geben. Und dann werden wir es ganz einfach mit der Hand zu einer Kugel formen. Geht ganz einfach, ganz easy. Der Teig löst sich super aus der Form. Und wenn man dann diese Kugel geformt hat, geben wir sie in eine Schüssel. Ich habe ja schon etwas vorbereitet. So sieht er dann aus und lassen ihn dann über Nacht im Kühlschrank ziehen. Ich hole ihn dann meistens immer so eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde raus. Es kommt darauf an, wie warm es bei mir in der Küche ist. Hole ich ihn einfach raus zum Akklimatisieren und dann legen wir jetzt auch gleich weiter los, ohne dass ich jetzt praktisch das Filmchen unterbrechen muss. Und die sind so, so mega, mega lecker, dass wir diese Portion eh ruckzuck wegfuttern. So, also ihr seht, so sieht er dann aus. Duften tut er schon herrlich. Mein Backofen habe ich jetzt auf 180 Grad.
Ober- und Unterhitze aufgeheizt. Bitte nehmt Ober- und Unterhitze und keine Umluft, denn Umluft würde euch das Gebäck trocken machen. So, ein Backblech mit einem Backpapier auslegen. Ich versorge das jetzt hier alles und dann sehen wir uns schnell wieder. So, ihr Lieben, ich habe jetzt meine Kugel geformt. Ihr seht, wie weich sie ist. Die wird jetzt zugedeckt und ab in den Kühlschrank. Wie gesagt, am besten über Nacht. So, und das ist praktisch meine, die, was ich gestern Abend schon schnell fertig gemacht habe. Ihr seht, man kann sie dann auch schon schön bearbeiten. Wir werden jetzt aus diesem Teig so kleine, ja, die sollten nicht so groß sein. Ja, so die Größe. So kleine Kügelchen. Das ist alles, was wir jetzt dann machen. Und die legen wir jetzt ganz einfach auf unser Backblech. Und wir lassen da praktisch auch genügend Platz, da es ja durch das Backpulver auch aufgeht. So, ich bin jetzt mal beschäftigt, aber geht ganz, ganz easy. Und jetzt noch eine tolle Musik dazu. Und dann geht es ganz, ganz schnell. So, ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Es hat keine 10 Minuten gedauert. Ich zeige es euch mal. So, sieht's aus. Ihr könnt natürlich auch die doppelte Menge gleich machen. Aber bitte knetet die doppelte Menge nicht auf einmal im Thermomix, sondern macht sie dann auf zweimal. Der Mixtopf muss wenn ihr den zweiten Teig praktisch macht, nicht gespült werden. So, jetzt kommen sie bei 180 Grad ca. 15 bis 20 Minuten in den Backofen. Ihr beobachtet es. Wenn sie nämlich zu dunkel werden, werden sie wirklich steinhart und das wollen wir nicht. Wir wollen schöne, fluffige Mesa-Spogaccia haben. Und ich backe sie jetzt und ich hoffe, euer Eiweiß habt ihr noch aufgehoben, denn das brauchen wir dann später für die Glasur. Meine Mesa-Spogaccia sind jetzt nach 16 Minuten aus dem Ofen gehüpft. So sehen sie jetzt schon mal aus. Ich zeige euch mal die Unterseite, denn wenn sie unten anfangen braun zu werden, heißt es für uns, sie sind fertig und wir sollen sie aus dem Backofen rausholen. So, wir haben ja ein Eiweiß noch übrig von dem einen Ei. Ich habe jetzt hier Puderzucker und jetzt werde ich eine Eiweiß-Puderzuckermasse vorbereiten. Ich habe jetzt mal so 100 Gramm Puderzucker. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt alles benötige oder nicht. Ihr wisst ja auch, jedes Ei ist von der Größe auch unterschiedlich. Mal haben wir große Ei, mal kleinere. So sieht es jetzt mal aus. Und das Ganze ganz einfach auf unsere Mesa-Spogaccia geschmiert. Muss nicht schön sein. Jetzt fertig. So sehen sie schon mal aus. Ich lasse jetzt komplett auskühlen und dann, wenn ich eine aufmale, damit ihr auch seht, wie sie innen drin ausschaut, hole ich euch zu mir zurück. Ja, ihr Lieben, meine Mesa-Spogaccia sind jetzt ausgekühlt. So sehen sie aus. Unterseite. Und jetzt zeige ich euch, wie sie innen drin ausschaut. Total lecker und fluffig. So wie ich sie kenne. Schau mal.
mega, 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 mega lecker. Oh, super lecker. Ja, jetzt in einer Box aufbewahren. Aber ich verspreche euch, die werden gar nicht so alt. Und ja, dann könnt ihr sie aufheben oder gleich essen. Sie werden nicht fester und nicht trockener, also sie bleiben so. Und bitte bei der Backzeit wirklich darauf achten, sobald die unten anfangen braun zu werden, auf den Ofen rausholen. Also wie gesagt, ich hatte meine 16 Minuten jetzt im Backofen. Sind optimal und schmecken mega lecker. So, auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht ist es ja was für euch, vielleicht kennt ihr es ja selber, wenn ihr mal in Ungarn wart, das ich jetzt schon mal gegessen habe. Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.